Nabend, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch recht herzlich in diesem wunderschönen Donnerstagabend zu einer kleinen Runde Diablo 4. Es ist mal wieder Zeit. Schade, Musik ist aus. Das tut mir leid, Cable. Ich mach die nachher wieder an, keine Sorge. Erstmal Grüße gehen raus. Der Duddle Draggy ist da. Terra ist mit am Start. Eri auch mit dabei. Und Kay hat sich tatsächlich auch aus den wohligen, blockigen Landen von Minecraft hierher verirrt. Leute, wir spielen ein bisschen Diablo 4. Ich hatte ein bisschen Lust drauf und ich würde sagen, komm, eine kleine Runde heute. Ich denke mal, wir machen zwei Stündchen. Zwei entspannte Stündchen. Da habe ich noch ein bisschen Zeit mit Schatz noch was zu gucken. Ne? So, dann sind alle glücklich, würde ich sagen. Ne? Minecraft habe ich mitgebracht. Ja, Ehre. Wir legen munter direkt gleich weiter los. Wir machen weiter Akt 2. Direkt in die Runde, wenn ich da schon Eri und Terra sehe. Ich frage gleich nach, wollt ihr mitmachen oder wollt ihr nicht mitmachen? Haut's mir mal rein in den Chat, weil dann lade ich euch direkt zum Anfang mit rein. Dann können wir direkt loslaufen. Müsst aber nicht, fühlt euch nicht gegängelt oder so. Ne? Wer Bock hat, gerne dabei. Ich gucke mal nebenbei in den Clan rein, was da noch so los. Die Einladung ist noch angenommen. Alles gut, der Rest ist auch am Start. So, was waren wir denn am machen? Ich muss jetzt mal auf der Map gucken. Hier ist erstmal soweit nichts mehr los. Questmäßig, Nebenquests haben wir nicht. Wir haben nur das hier. Suche in der Nähe von Brassteig nach Hinweisen zu Lilith. Ja, dann machen wir das mal. Wo ist denn das? Terra, ich hätte einen Vorschlag. Wenn der Fuchs Bock hat, können wir den ersten Außenposten machen. Ist ganz im Westen. Ja, von mir aus können wir das machen. Ansonsten hätte ich jetzt die Story weiter fortgefahren, aber wir können auch den Außenposten einnehmen und dann die Story weiter fortfahren. Das heißt ja wohl, du wärst auf jeden Fall mit am Start. Soll ich dich dann mal schon mal einladen? Warte, N. Terra. Terra ist am Start. Ich lade dich schon mal ein. Eri, ich bin nur Zuschauer und habe das Game gar nicht. Achso, siehst du, da habe ich mich vertan. Eri. Muss man doch mal erwerben. Ja, können wir machen auf jeden Fall, Terra. Können wir machen. Da musst du mich aber hinführen. Wie sieht mein Inventar aus? Inventar ist fast leer. Wir bringen eben die Steinchen noch weg. Und dann starten wir auch schon munter los, würde ich sagen, ne? Habt ihr denn alle einen schönen Donnerstag verlebt? Ich frage mal ganz vorsichtig und unverbindlich in die Runde. Hier einmal durch, da einmal ran. Einmal wegpacken den Krams. Das ist gar nicht meine Truhe, hä? Doch. Ich bin wieder verwirrt. Ist auch ein Wegpunkt. Ja, dann geht das doch gerne los. Ich werde mich jetzt zu dir gesellen. Ein Unterrichtsblock und danach treffen mit Mutter. Joa, war nett. Schreibt Kay. Ja, das klingt tatsächlich recht angenehm. Bei mir muss ich sagen, der Tag heute, er war arbeitsreich und arbeitsam, aber voller kleiner Erfolgserlebnisse. Deswegen war heute auch ein schöner Tag. Kann mich nicht beschweren. So, Terra, ich folge dir einfach mal, ja? Ich laufe da mal einfach hinterher und hoffe, wie sagt man, dit Beste, ne? Das wird dann schon. Das wird dann schon werden. Und weg ist Terra. Cool. Leichtes Gelegge ist noch am Start. Hey, was ist hier denn los? Leute, mit entspannt bleiben. So. Ich wollte mich zum Start dieser Folge doch mal mit dem Armee-Zusammenstellen auseinandersetzen. Das machen wir nachher noch. Sag ich jetzt noch, ihr könnt mich dann auslachen, wenn es wieder nicht passiert, ja? Aber ich wollte mich auch bis zum nächsten Mal in meine Klasse mal ein bisschen einlesen. Das ist auch noch nicht passiert. Ich denke, wir skillen noch mal ein bisschen um. Das war ganz witzig so, aber ich glaube, da geht noch was. Vom Gefühl her so. Ja, guck mal, ein bisschen klettern. Schön. Duddle Draggy, bei mir war es eher, naja, bin auf Arbeit fast im Stehen eingeschlafen. So müde war ich. Wundert mich, dass ich es danach überhaupt noch ins Gym geschafft habe. Na gut, das macht ja wenigstens wieder wach, so ein bisschen Sport, ne? Aber das klingt tatsächlich nach einem etwas eher anstrengenden Tag. Komm, wenn wir schon mal hier sind, ne? Hallo, hallo Skelett. Loot ist der Schlüssel. Stellt euch auf die Druckplatten, um den Obelisken zu sättigen. Ja, gerne. Ich sättige da mal. Hey, ey, ey, wer hat dir denn erlaubt, hier mit der, also das gibt's ja gar nicht, mit der Armbrust einfach auf uns zu schießen. Sehr unhöflich. Unsportlich, würde man ja sagen. Mehr. Oh. Au, was ist denn mit dem Eis los? Nächste Druckplatte, direkt ein bisschen Blut, ne? Blut ist the key. Ich brauche mehr Zeit. Ja.
mir mal stehen und schmeiß einfach den Knochenspeer, ne? Das ist eine gute Waffe. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Oh. Wie denn los? Mir fehlt die nötige Essenz. Das höre ich immer wieder. Habe das Gefühl, ihm fehlt die nötige, wie sagt man, Essenz. Der zweite haben wir. Sind alle fertig? Nee. Welches fehlt denn noch? Nee, keins mehr. Ist fertig. Schön. So. Und ich folge weiter Terra. Iri schrieb noch, vormittags mega produktiv gewesen und am Nachmittag bei einem Seminar gechillt. Ab morgen habe ich Urlaub, also war ein sehr angenehmer Donnerstag. Urlaub, da kommt der Neid in mir raus, ne? Urlaub, ich hätte richtig Lust auf Urlaub, denn ich muss gestehen, nachdem wir jetzt so oft auch schon darüber geredet haben, hätte ich mal Lust, Half-Life Alyx jetzt mal durchzubingen. Und im nächsten Urlaub, Chill-Urlaub, nicht Wacken-Urlaub, da wird das, glaube ich, mal gemacht. Da wird das jetzt einfach mal gemacht. Ich habe keine Essenz mehr. Damit das endlich erledigt ist. Ich habe keine Essenz mehr. Ja, bei mir, wie gesagt, war auch ganz entspannt, ne? Tatsächlich arbeitsreich, aber viele kleine Erfolgserlebnisse heute. Heute war ein, also wirklich ein schöner Tag. Sagt man ja nicht so oft, aber heute, doch, doch, kann ich mich nicht beschweren. Ah, Schickimicki. So, doch mal weiter, ne? Da hat Terra sich einfach wegteleportiert, habt ihr das gesehen? Oh, wie frech ist das denn? Wie frech war denn das? Unglaublich. Schön durch das Grasland. Ach, so wieder schöne Rotfüchse sind auch am Start. Gleich zwei. Die hatten wahrscheinlich gerade was vor. Wir haben sie genervt. Wie man das immer so macht. In meinem Mikrofon noch ein bisschen einschillen hier. So, so ist geil, oder? Ne, warte. So ist richtig geil. So seht ihr das auch nicht mehr, ne? So könnt ihr das nicht mehr sehen. Das ist auch schön. Boah, Terra, Alter, ist ja ein richtiger Gewaltmarsch. Geht das denn hin? Ach, ganz da hinten. Um Gottes Willen. Aber dann kann ich mir ja selber mal so einen Marker noch hinsetzen, dann, falls wir uns mal verlieren, ne? Ihr habt jetzt gerade wieder gesehen, wie die Map so gewechselt ist, ne? Man sieht dann immer, wenn Terra sich kurz auflöst, dann haben wir den Cluster sozusagen gewechselt. Ey, 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 ganz entspannt hier, ja? So. Hier einmal hoch, hier einmal rum. Oh. Stützpunkt in der Nähe. Tur Dulra. Na, dann nehmen wir die mal ein, wa? Mal gucken, wie das funktioniert. Mit Tur Dulra. Erkundet Tur Dulra. Gerne. Aber wie? Hier ist so ein Baum. Terra, gehört der Baum dahin? Frag für einen Freund. Soll dieser Baum da sein? Müssen wir drum rum, wa? Ich tät echt gern endlich mal ausziehen und auf eigenen Füßen stehen. Aber bei... warte. Aber bei den Mieten hier im Südwesten und anderswo ist es nicht so viel besser. Außer vielleicht auf dem Land. Ach, es fuckt mich zurzeit alles noch ab. Ich will ja nicht sagen, ich wohne ja extrem auf dem Land. Und hier sind die Mieten auch scheiße, weil jetzt alle aufs Land ziehen. Also Mieten sind momentan generell so ein Problem. Man kann Glück haben. Also man kann durchaus Glück haben, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und ein bisschen Ruhe und nicht sofort raus muss oder so, also Zeit hat, dann kann man schon Glück haben. Also manchmal findet man was Gutes. Aber in Städten und so, Alter, das ist schwierig. Selbst hier bei uns, wie gesagt, da zahlst du, je nachdem wie du Glück hast, selbst für, in Anführungszeichen, eher nicht so geile Immobilien schon ganz schön was. Die Überreste der einstigen Bewohner der Ruinen liegen verbrannt und gebrochen in diesen Hallen verstreut. Hier ist etwas wahrlich Schreckliches geschehen. Ja, da trinke ich doch erstmal einen Kaffee drauf, ne? Prösa hier, meine Lieben. Hm. Terra, hör mal weiter jetzt hier, ne? Lass mal loslegen. Wir erkunden jetzt einfach mal diesen ruinenhaften Ort. Hier noch irgendwas? Nö. Oh. Doch, da war was. Die Wurzeln der großen Eiche teilten sich. Und Vasili trat aus seiner Ruhe hervor. Barfuß stand er vor seinen Druiden, seine Stimme klar wie der Winterwind. Aus Engel und Teufel wurdet ihr geboren. Wie all die Natur. Allein könnt ihr stark werden. Aber verbündet euch mit der Natur. Und weder Engel noch Teufel können euch beherrschen.
Rigged. Eine Erinnerung. Mhm. Oh oh. Zur Dulra wird euch nicht anheimfallen, Astaroth. Oh, die hat aber richtig raufgelömmelt. Oh, was ist jetzt passiert? Jetzt brennt hier auf einmal alles. Findet die Druidengeister. Okay, hier drin wahrscheinlich nicht, aber der Baum sieht sehr hübsch aus. Dann suchen wir mal die Druidengeister, ne? Gehen wir mal auf die Suche nach den Druidengeistern. Ja, das ist ein dicker Tier, das ist ja richtig fett. Ich habe kaum noch Essenz. Ja, daran musst du arbeiten. Du musst an der Essenz arbeiten. Alles ist zerstört. Alles ist Asche. Aha, du musst doch nicht explodieren und mir Aua machen. Oh, oh, oh. Junge, 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 bitte entspannt bleiben. Alles ist zerstört. Oh. Noch ein Speer. Den ersten haben wir platt. Okay, das war einer. Es fehlen noch ein paar. Müssen wir hier weiter klettern? Müssen wir auch nach unten? Oder führt uns das weg? Nee, das scheint noch dazu zu gehören. Okay. Der schreibt gerade falscher Chat. Mach dir nichts raus. So, man darf auch mal sein Herzchen öffnen. Das ist auch, können wir auch hier besprechen. Also, wir sind offen für alle Themen. Ich fühle das auf jeden Fall. Ich kann mir das durchaus schon vorstellen. Bei mir ist halt so, ich bin sehr früh ausgezogen, halt wegen Studium. Naja, sehr früh, sag ich auch mal. Mit 18 oder mit 19? Sehr früh ist das jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall seitdem bin ich nicht mehr zu Hause drinne gewesen. Also schon mal, aber nur noch zu Besuch. Jo, hier geht's ja mal richtig, wie sagt man, rund geht das hier, ne? Okay, Leute. Oh, was geht denn? Oh, ein Dicker, ein Dicker. Oh, oh. Aufpassen hier, was hier so passiert. Und jetzt. Dumm, dumm, dumm. Ja, wunderbar. So, ich bin gleich wieder ganz für euch da. Ist halt, wenn man hier so Action hat, ne? Ihr wisst ja, dann muss man sich auch mal kurz. Wie heißt das nochmal? Das, was ich nicht kann. Oh, auch er ist wieder explodiert vor Freude. Ich glaube, das ist eine Freudenexplosion. Keine Essenz mehr. Wie kann das denn angehen? Du musst mal ein bisschen dein Essenzvorrat auch mal ein bisschen aufrechterhalten, Bruder. Das geht doch nicht. Das kann doch immer sofort Ende Gelände sein. Ich bin noch nicht bereit. Und man kann doch mal ein bisschen im Feuer stehen, ne? Au, was soll das denn jetzt hier? So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir lang müssen. Da hinten so irgendwie lang. Dann Mantau, ne? Der Herbert List, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Moin Moin, auch dir mal wieder ein herzliches Willkommen. Doch, heute mal noch so eine ganz kleine, schnelle, spontane, aber auch kurze Runde Diablo. Also zwei Stündchen heute, ganz entspannt und gechillt. Ich habe keine Essenz. Dann ist immer noch genug Zeit, um mit Schatzi noch ein bisschen mal zu gucken. Wir wollen mal die aktuelle Staffel Rick, also aktuelle Staffel Rick and Morty mal angehen. Das ist immer noch gut. So Staffel 1, 2, 3 fand ich alle ziemlich nice, aber mal gucken. So, wir müssen da eben mal wieder rüber klettern. Genießen ein bisschen die Aussicht. Mucke ist schon. Hat schon was.
Ja, ich kann euch übrigens mal von meinem Kollegen berichten, von dem ich ja schon jetzt ein paar Mal erzählt habe, der Probleme damit hat, dass die Monster mitleveln. Er hat es jetzt bis Akt 3 geschafft und hat jetzt aufgehört, weil ihn das zu sehr abpackt. Wir sind verlassen. Verloren. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Hashtag not my Diablo sozusagen. So, und jetzt? Oh. Wir haben ja eigentlich alle Druiden jetzt befreit, oder? Aber wir müssen in die Mitte wieder zurück, ne? Da wartet jetzt wahrscheinlich ein Böser. Ein böser Dicker wartet da jetzt auf uns. Ein sogenannter Fettgegner. Du hast bestimmt schon 7 Tage jetzt gestreamt im Juni. Aktiv, aktiv. Ja, ich momentan, durch Diablo, dass ich sowieso ja abends gelegentlich eine kurze Runde spielen wollen würde, passt das gerade ganz gut und das macht mega viel Spaß, mit euch hier so ein bisschen zu streamen. Aber keine Sorge, es wird wieder weniger. Also ich glaube, das ist für diese Woche das Letzte. Vielleicht schaffen wir Samstag nochmal eine Runde, aber oh, ich muss viel Gartenarbeit machen. Wenn es halt mega, ultra, super heiß ist, also dass du es draußen nicht aushältst, dann wird es vielleicht doch ein Stream, aber das wäre wahrscheinlich heute für die Woche der letzte. Man darf ja auch nicht die normalen Let's Play-Dinger vernachlässigen, ne? Da geht es ja ganz regulär weiter. Moin, da ist er ja. Aber ja, momentan tatsächlich für meine Verhältnisse bin ich tatsächlich, das gebe ich zu, sehr fleißig. Macht halt aber gerade auch echt sehr viel Spaß. Alleine gestern Resident Evil war so witzig. Auch mal gleich ein bisschen Fuß leiser machen, damit ich nicht so viel schreie. Oh oh. Oh, ich hebe die. Junge, oh, entspannt hier. Ich darf mich nicht so sehr in die Du sollst das machen. Und den Gegner nicht getroffen. Nice. So muss man das machen. Hey, ey, bleib mal schön weg. Hin. Hörst du mal auf, mich drauf zu hauen? Das ist sehr unhöflich. Au, schmeiß doch nicht einfach zurück, der Junge. Ich brauche mehr Zeit. Zeit, Essenz, irgendwas war da immer, ne? Das ist eine Arbeitsmoral, du, das sag ich euch. Ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Essenz. Nee, lang mal nicht nach mir, du. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Dankeschön, Dankeschön. So, wir haben es geschafft, Leute. Ihr werdet keiner Seele mehr schaden. Damit ist vorbei mit eurem Seelenschaden. So, ich muss mich erstmal ein bisschen leiser machen hier. Jetzt, denn ich möchte nicht so viel euch anschreien. Was müssen wir jetzt noch machen hier? So ein Ding aktivieren, das machen wir mal eben. Und dann ist nämlich hier gleich wieder schön. So, wollen wir mal wieder was reinigen. Dafür müssen meine Verbündeten hier sein. Meine Verbündeten, kommen Sie mal ran. So, was haben wir denn hier noch stehen? Will halt nur sagen, Blaufuchs, bin jetzt 31 Jahre alt und hatte mir das fest vorgenommen, vor dem 30. auszuziehen. Ist nichts geworden, wie man sieht. Und gefühlt 90% vom Rest der To-Do-Liste sind auch nicht erreicht worden. Da fühlt man sich halt wie ein Versager over 9000. Ja, das kann vor allen Dingen wirklich aufs Gemüt schlagen. Das kann ich, verstehe ich voll und ganz. Sorgfältig aufgeschichtete Steinhaufen ragen stolz um Tür Dülra empor. Jeder ein bleibendes Zeugnis der Druiden, ich kann nicht lesen, ey, die in Astaroths Flamme umkamen. Diese Denkmäler ehren nicht nur ein verlorenes Volk, sondern auch seine Lebensweise. Aber der Draghi, lass dich davon nicht fertig machen. Ohne Spaß. Du musst immer dran denken, es ist sehr viel auch einfach ein bisschen mit Situationen geschuldet, ne? Nicht jeder hat die gleiche Ausgangssituation, nicht jeder hat halt die gleichen finanziellen Mittel. Es ist,
man darf sich davon nicht runterziehen lassen. Klar möchte man das gerne und ich kann das auch voll nachvollziehen. Ich sage auch, wie es ist. Bei mir war es halt auch so, dass nachdem ich ausgezogen bin, dieser Zeitpunkt von Ausziehen, du wirst wirklich aus dem Schoß von Mutter, also aus dem geborgenen Schoß der Familie und des Zuhauses rausgeworfen. Nach Kiel bin ich ja dann gegangen, in die große Hauptstadt. Und dann das Studium. Du bist es von der Schule noch so gewohnt, dass dich jeder an die Hand nimmt. Du kriegst deinen Stundenplan und so am Arsch. Der Stundenplan, du musst dich um alles selber kümmern und so. Aber diese Zeit hat auf jeden Fall charaktermäßig bei mir richtig was geformt. Also da habe ich sehr viel Eigenverantwortung gelernt. Überhaupt mal richtig Verantwortung. Also es war schon ein großer Schritt, der fürs Charakterbuilding, sag ich mal, sehr wichtig war und auch sehr viel gebracht hat, bei mir zumindest, ne? Und deswegen, ich kann das schon voll verstehen, der Drang halt kommt. Fühle ich absolut. Terra fragt gerade, wo willst du jetzt hin? Nebenquest oder Main? Ich würde sagen, wo wir eh hier sind, können wir mal Nebenquest machen. Loothund, Grüße gehen raus, auch dir. Einen wunderschönen guten Abend und auch an den schwarzen Schmetterling. Moin, moin und willkommen hier in unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Der Wahrsager wird die große Eiche genesen. Die hat ja vorhin gebrannt. Ist meistens nicht so ein gutes Zeichen, aber mal gucken. Das wird sich zeigen. An diesem Ort gediehen einst Magie und Natur. Der Baum war das Herzstück. Viele der Runensteine von Tudulra wurden in den Tagen der Asche zerstört. Doch falls einer überdauert hat, können wir den Baum vielleicht mit ihm heilen. Ansonsten erholt er sich womöglich nie. Die Chancen sind sehr gering, aber vielleicht könntet ihr in den Trümmern danach suchen. Wir werden das auf jeden Fall mal versuchen, nach den Trümmern gucken. Und nochmal kurz auf Deadly Dragons Ding. Man sagt mir auch dauernd, dass ich zu viel von mir selbst verlange, aber ich bin von Natur eher faul. Das fühle ich auch ein bisschen. Nee, also es ist ja nicht verkehrt, von sich Dinge zu verlangen oder sich auch Ziele zu stecken. Also das sollte man durchaus auch tun. Du dürfen auch gern hochgegriffen sein. Du musst aber immer halt in deinem Mindset drin haben, dass dieser Realismusgrad halt auch noch mit reinkickt und natürlich du halt immer die Situation, in der du dich aktuell befindest und die Möglichkeiten, die dir dadurch halt auch einhergehen, mit berücksichtigen musst. Das kann natürlich durchaus Faulheit sein, bis zu einem gewissen Grad, dass es bei irgendwas nicht vorangeht, aber nicht generell, ne? Also man ist halt individuell zu bewerten, inwieweit man da sich dann Vorwurf machen muss. Findet einen Runenstein von Tur Dul Ra. Wir müssen jetzt einfach nur in Tur Dul Ra hier rumlaufen und einen Runenstein suchen, habe ich das richtig verstanden? Was haben wir denn hier? Druidisches Geschichtstotum. Hölzerne Talismane, die mit Erzählungen über die großen Taten der ersten Druiden beschrieben sind. Diese Totems erzählen von der Geschichte des Volkes, der Druiden, von Sanctuario und ihren Leitsätzen. Du liest jetzt keiner von diesen Steinen. Da sieht gut aus. Ein Steinhaufen. Okay, hier ist nichts. Ich verstehe jetzt. Wir müssen Steinhaufen anfassen. Fassen wir Steinhaufen an! Bis wir was finden. Ah, guck mal halt. Ah, das war doch einfach. Runenstein von Tur Dul Ra. Gehen wir den eben schnell ab, den Runenstein da. Dann freut er sich auch. Moin. Ich habe hier so einen intakten Runenstein gefunden. War ein bisschen verschüttet, aber besser als nichts jetzt, ne? Bei der Eiche. Einer hat überlebt. Ich hatte nicht zu hoffen gewagt, aber wir sind wahrhaft gesegnet. Ich versuche, ihn wieder zu erwecken. Seid standhaft. Seid Leger. So, aber um dich auch mal nochmal abzuholen, Daddle Draggy, ich habe einen Kumpel. Oha. Ich verstehe nicht. Warum schläft der Stein noch? Das kann ich dir nicht sagen. Natürlich. Wir müssen die drei anderen Runensteine erwecken, die diesen mit dem tiefen Wald verbinden. Sie wurden vor langer Zeit versteckt, um sie vor Astaroths listigem Blick zu schützen. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, nach ihnen zu suchen. So. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wunderbar. Zwei der Runensteine liegen im tiefen Wald. Der dritte war tief in der Senke des Elends versteckt. Der Eingang befindet sich am Meeresufer. Ich bin aufbruchbereit. Ich auch. Kehrt hierher zurück, wenn ihr sie gefunden habt. Machen wir. Terra, bist du auch aufbruchbereit? Brechen wir auf! Ich würde sagen, wir gehen erstmal die draußen sind, ne? Und dann gehen wir in den Dungeon rein. Let's go. Auf jeden Fall, Daddy Draggy, um dich nochmal kurz abzuholen. Ich hatte auch einen Kumpel. Oder ich habe immer noch einen Kumpel. Wir sind immer noch Kumpel. Senke des Elends. Ja, Terry, hier ist alles einfach unglücklich in dieser Gegend hier. Auf jeden Fall, dieser Kumpel, der hat auch sehr lange noch bei seinen Eltern gewohnt. Der wollte da auch gerne raus, aber gleiche Situation.
hier, das war einfach das Problem. Und das hat auch nur durch Zufall, weil ich bin ausgezogen und die Wohnung war sehr günstig. Und habe ihn dann halt als mein Nachmieter da reinbringen können. Das war halt auch wieder einfach nur reines Glück, dass er halt mich kannte. Ich zufälligerweise da ausgezogen bin, ihn als Nachmieter da reingemettelt habe. So hat er dann gleich natürlich zwei, die mit einer Klappe geschlagen. Er hat eine wirklich günstige, gute Erstwohnung bekommen und konnte zu Hause ausziehen. Und das war tatsächlich für ihn auch sehr wichtig, weil bei ihm zu Hause war es auch nicht so optimal, sag ich mal. Die Situation mit den Eltern war jetzt nicht so toll, ne? Aber war halt auch wieder reines Glück. Reines Glück. Und das hast du halt oft, ne? Ja. Mach dich nicht zu fertig. Einfach munter weiter versuchen. Dranbleiben, das ist das Wichtige, ne? Jo. Senke des Elends, ja. Warte, wo müssen wir lang? Ich darf nicht in den Chat gucken und laufen. Das ist immer schlecht. Das funktioniert nicht so gut. Ja, moi! Was bist du denn hier? Wildholz. Richtig wild, der Junge. Ganz wild. Ich finde so, mein Damage-Output einfach mit normalem Schlagen gegen einfache Gegner ist meiner Meinung nach viel zu niedrig. Da muss echt mehr passieren. Also da müssen wir... Ich guck mal für den nächsten Stream auf jeden Fall, schaue ich mal, dass wir vielleicht noch ein bisschen umbauen. Da lese ich mich mal ein bisschen ein und so, weil irgendwie hat Spaß gemacht, aber jetzt langsam können wir gerne nochmal umbauen. Ich glaube, das kann noch mehr Spaß machen mit dem Toten. Ich brauche mehr Zeit. Aber wir nehmen nicht das mit dem dunklen Zeug. Das hat genervt. Oh, wir haben einen Erfolg für den Clan freigeschaltet. 1000 Werwölfe getötet. Holla, die Waldfee. So, einen weiteren Stein aktivieren. Ans Meer. Moin. So, und dann müssen wir jetzt... Jetzt müssen wir in so ein Dungeon rein, glaube ich, ne? Dann müssen wir in so ein Dungeon. Hey, Terra, bist du eigentlich noch da oder bist du wieder vorgelaufen? Seh dich nicht. Hab ich das verpasst? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Terra. Guck mal hier, Dornenbiester erinnern sehr stark an diese Stachelviecher aus Risen, die mir so auf den Sack gehen. Voll gut. Stimmt, irgendwas verpasst. Nee, nee. Terra bewegt sich, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich brauche mehr Zeit. Oh oh. Stufe 42, aber jetzt dürfen wir nicht mehr leveln, ne? Nun haben wir das perfekte Level erreicht, würde ich sagen, ne? Juri, moin, das ist kein Clan-Erfolg, das ist deiner. Wird nur dem Clan mit voll gespammt. Achso. Ja, dann Spammung geht raus an den Clan. Grüße gehen raus. Ich bin jetzt der Werwolf-Töter, ihr dürft mich gerne so ansprechen. Ich, die mahnte auch, dass man mich so anspricht, denn ich habe mir das hart erarbeitet. So, wollen wir eben hier runter wieder, ne? Terra, wo bist du denn, Mann? Hängst du da irgendwo rum? Lass uns mal hier zu diesem Dungeon gehen. Da gehen wir rein jetzt, ne? Da gehen wir rein. Gehen wir jetzt rein. Ich warte dort auch auf dich. Irgendwie sind wir voneinander getrennt worden. Ich weiß nicht wie. Und ich weiß noch nicht warum, aber wir schaffen das. Oh mein Gott, hallo. Ballrock. Na, da würde sich aber einer freuen hier. Ein gewisser Zauberer. Er ist grau. Ein grauer Zauberer. Würde sich schwerst über den Ballrock freuen. Hallo, Taube. Hallo, andere Taube. So, wir müssen schon weiter runter gehen. Da Terra ist ganz nah. Wir fühlen uns schon wieder fast. Wir können uns schon fast wieder berühren. So nah zusammen sind wir schon wieder. Ich warte mal eben hier, ne? Bis Terra auftaucht. Und wenn Terra dann da ist, machen wir erstmal hier noch das Event, was da ist, weil, ne? Wenn wir schon mal da sind. Okay, wird irgendwie noch gehauen. Terra hat hier noch ein paar Gegner gefunden. Oh ja, cool. Oh, noch eins. Alter, wie schnell die respawnen. Was geht denn ab? Vielleicht ein bisschen sehr hochgestellt, die Respawn-Rate hier. Die könnte ruhig ein bisschen, also ein bisschen weniger wäre okay. Könnte ich mitleben. So, Terra, nein, nein, Terra, renn dich weg. Lass uns hier noch diese Mission machen, wenn wir schon mal da sind. Komm, guck mal hier. Da geht irgendwas ab. Suchgebote umbringen. Geschändeter Boden. Wir können doch den Boden nicht geschändet lassen. Da müssen wir eben bei. Eben die dämonische Verderbnis umbringen. Kennt ihr das? Ihr seid schon drei Tage unterwegs. Mit eurer Gang.
Bam. Ich muss noch leveln. Looten und leveln. Diablo wirklich drin. Looten und leveln. Rauf, rauf, rauf! Nicht diesen Dunkelheitsscheiße. Bitte nicht, bitte nicht. Yo, der verderbte Boden ist enterbt. Oh ne, hier ist noch einer. Dir denn los? Sehr schön, wunderbar eingefroren, sehr gut gelaufen. Was? Ich sehe doch hier die drei. Für die drei brauchst du nicht mehr Zeit, das geht so. Und jetzt Achtung, kicken. Eine Welle, noch ein Knochenspeer. Und dann haben wir das auch schon wieder. Guck mal. Terra, das war sehr von Erfolg gekrönt. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung. Das haben wir gut gemacht. Wer ist er denn hier noch? Einer fehlte noch. Kurze Frage eines Diablo-Neulings. Wie bekommt der Fuchs wieder Essenz? Ich bekomme Essenz, indem ich Gegner verkloppe. Mit dem normalen Angriff. Also es gibt Angriffe, die verbrauchen Essenz. Und die Essenz lade ich auf, indem ich normale Angriffe gegen Gegner raushaue. Manchmal gibt es dann auch, wenn man... Es gibt dann auch verschiedene Multiplikatoren, sag ich schon. Dinge, mit denen du in Rüstung und so weiter das vielleicht noch ändern kannst. Dass du zum Beispiel sagst, wenn ein Skelett stirbt oder wenn ein Skelett Schaden macht, kriegst du auch noch Essenz. Das kann man dann teilweise über Equipment noch ein bisschen verändern. Aber so die Grundregel ist, dass du Essenz bekommst. Schnitter, wieso ist das eigentlich gelernt? Ach ja, durch ein Item, indem du einfach Monster kloppst. Ja, ich habe jetzt echt keinen Plan. Ich weiß echt nicht, was wir leveln sollen. Wir machen erstmal so passives Zeug. Der Verbrauch einer Leiche erzeugt 2 Essenz. Da zum Beispiel, ne? Hier, der Verbrauch einer Leiche erzeugt 2 Essenz. Ehre. Wenn ich also eine Leiche verbrauche, um Skelette zu erzeugen, mache ich automatisch jetzt auch Essenz mit. Essenz. Habe ich es richtig ausgesprochen, ne? So, Terra, bist du ready? Jetzt gehen wir nein da. Jetzt gehen wir nein in den Dungeon. Gehen wir nein in die Sänge des Elends. Mal wieder ein schöner Ort der Freuden. Ab in die Sänge des Elends. Da fühle ich mich direkt ganz elendig. Nützt nix, ne? Hugemutumme. Nein in den Grabhügel. Töte alle Gegner in den Grabhügeln. So weit, so einfach. Das ist eine Mission, die kann ich mir... Die geht in mein Hirn rein. Die kann ich reinrennen, das läuft. Bring einfach alles um, was sich bewegt. Außer Terra und deine eigenen Skelette, ne? Im Notfall, im Zweifel, auch Terra und die Skelette. Wie ist denn jetzt hinter uns auf einmal jemand aufgetaucht? Wie ist das passiert? Moin, hallo. Wir sind hier nur zu Besuch. Wir wollen uns nur mal umsehen. Ist das in Ordnung? Ist das genehm? Nee, die wollen das nicht. Hab das Gefühl, die wollen das nicht. Okay, 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 okay. Hinter uns hat sich noch so eine kleine Bande versteckt. Na, verstecken ist der falsche Begriff. Also sie waren sehr offensichtlich. Sie waren halt noch da, ne? So, ich muss ja wieder in die Runde fragen. Wir sind ja ein sehr kulinarischer Channel. Hier wird ja sehr oft und viel über die wunderbare Kunst der Nahrungsaufnahme gesprochen und die dafür verwendeten Nahrungsmittel und Gerichte. Da muss ich doch mal wieder in die Runde fragen, was gab's denn heute so bei euch, oder? Frage für einen Freund, der durch euch nicht genießt. Oh geil, das hier, das macht Spaß. Das ist mega nice. Den genieße ich immer sehr, diesen Schrein. Wir haben uns jetzt eine kleine Blitzekugel verwandelt und machen extremen Damage. Ich bin noch nicht bereit. Wäre leider nicht endlos. Schön wäre es. Ah!
eine Welle des Blutes, bitte. Dankeschön. Blitzkugel. Noch nix, womit wir wieder beim Thema von eben wären. Single-Haushalt ist auch Mist. Muss dich um jeden kleinen Kram selber kümmern. Permanent. Und ineffizient hoch 3 sowieso. Ja, vor allen Dingen, was natürlich auch Essenszubereitung angeht, ne? Wenn du da nicht für dich dann immer gleich für 3 Tage kochst, hast du ja bei den meisten Rezepten so viel, was ist jetzt passiert? So viel Zeug, was du dann zu viel hast, weil du gar nicht in kleineren Mengen einkaufen kannst, dass du das alles wegschmeißen kannst oder es dir vergammelt. Weil man bei vielen Rezepten brauchst du dann irgend so eine Zutat, die du halt nie im Leben brauchst, außer für dieses eine konkrete Rezept. Und dann hast du davon halt noch unendlich viel. Das ist wie Karotten. Ich brauche eine Karotte und dann, ja, dann kaufst du dann halt natürlich diesen Eimer Karotten, weil, ne? Und schwuppdiwupp. Aber Karotten kann man immer noch so essen, aber teilweise hast du da den komischsten Scheiß. So, mal sehen, wo müssen wir jetzt lang? Wir können... Oh, aua. Wir können einfach nochmal hinten lang gehen, kurz den kleinen Rest hier abchecken. Das ist so eine kleine... So ein kleiner... Kleiner Bereich. Ich will nur gucken, ob hier noch Gegner sind. Nicht, dass wir nachher uns nochmal wieder umdrehen müssen. Wo man jetzt immerhin noch was zu finden. Und zurück. Wo läuft Terra lang? Ah, Terra geht unten lang. Terra, ich komm! Ja, selbst simpler Kram. Machst du Nudeln, machst du dann 3 Tage hintereinander, sonst ist die Soße flauschig. Ja, ist halt so, ne? Ist halt tatsächlich so. Das Problem haben wir selbst hier, wir sind 2 Leute und wir haben das teilweise schon, ne? Deswegen, ich gebe es dazu, Hashtag not sponsored, aber wir nutzen jetzt seit schon geraumer Zeit HelloFresh. Zumindest unter der Woche von Montags bis Freitags. Weil du da natürlich den Vorteil hast, du hast halt schon nur die Menge, die du brauchst, wenn dann alles in der Box drin ist. Und vor allen Dingen, weil wir momentan halt seit Schatzi darf nicht mehr so viel Fleisch essen, ist ja auch nichts Verkehrtes. Aber wegen gesundheitlichen Gründen, da muss Schatzi ein bisschen auf Fleisch verzichten. Und dann haben wir uns gesagt, komm, dann machen wir doch einfach unter der Woche vegetarisch. Jetzt kochen wir immer unter der Woche vegetarisch. Und das habe ich erst so versucht, also solo. Aber Alter, teilweise kommst du an diese Zutaten hier auf dem Dorf einfach nicht ran, weil es das hier im Supermarkt nicht gibt, die du zum Teil diese vegetarischen Dinge brauchst. Und dann bin ich einfach zu fucking unkreativ und würde mich selten trauen, irgendwie Abstruses mal auszuprobieren, weil zum einen kommst du, wie gesagt, an die Zutaten nicht ran und dann klingt komisch. Und jetzt mit dem HelloFresh-Gedönse, die haben halt, die denken sich ja den Kram aus, die kaufen den Kram für dich ein. Und das muss ich sagen, also für diesen Use Case ist es optimal. Am Wochenende koche ich dann halt immer was Fancyes, Aufwendigeres dann für uns. Och, Pizza, ihr wisst ja, Scheiß. Ne? Ja, und dafür ist das halt optimal. Aber das steht und fällt ja auch ein bisschen damit, wo man wohnt. Ne? Also wir haben damit echt kein Problem mit dem HelloFresh-Gedöns. Wir nutzen das jetzt, wir sind bei fast 100 Boxen inzwischen. Und wir hatten eigentlich nur 2-mal Probleme. Einmal als dieser Sturm hier in Deutschland war, wo die Lieferer nicht ausgeliefert haben, was auch durchaus verständlich ist. Da kam es halt dann mal nicht an, aber okay. Da kann jetzt nicht mehr was für, dass es stürmt wie beschissen. Und einmal ist es halt verschütt gegangen. Aber dann kriegst du deine Cola halt wieder und alles ist gut. Ansonsten hatten wir, manchmal fehlt mal eine Zutat oder es ist eine andere drin. Das hat bis jetzt aber immer funktioniert. Ich musste erst einmal wirklich was Essentielles nachkaufen, weil was Essentielles gefehlt hat. Ansonsten war das immer tutti. So, wandernde Seele. Sprech mit der wandernden Seele. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Überlebt den Angriff. Okay, wir müssen erstmal den Angriff überleben. Und dann sprechen wir wieder mit der wandernden Seele. Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Zeit muss rein. Rachsüchtiger Geist, Alter. Richtig rachsüchtige Boys. Was ist hier los? Nein.
Bitte. Okay. Wandernde Seele haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Dann können wir weitermachen. Einmal Essenz auffüllen mit Leichen. Gehen wir mal weiter. Zerstört die gefallenen Götzen. Das ist jetzt neu. Da ist eine. Alter, tu mir nicht so aua, Junge. Gefallene Götze ist richtig, richtig übel drauf. Der will richtig. Richtig rein, der Junge. Ich brauche mehr Essenz. Ja, ich arbeite dran, warte. So. Okay, es gibt noch zwei Götzen. Wo sind die? Ach, hier geht's noch weiter. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Einen fuchsigen guten Abend zusammen. Razy, Grüße gehen raus. Nabend. Auch dir einen herzlichen fuchsigen guten Abend wünsche ich dir. Herzlichen fuchsigen guten Abend. Du weißt schon Bescheid, ne? Man merkt so, 20 Uhr ist doch die bessere Zeit, ne? 19 Uhr ist einfach zu früh. Das war jetzt heute einfach nur, weil ich, also normalerweise, das bleibt bei 20 Uhr, der Mittwochstream immer 20 Uhr, wisst ihr Bescheid. Diese spontanen Dinger sind manchmal dann halt auch schon um 19 Uhr, weil ich dann noch eine Stunde hinten raus habe, um noch was anderes zu tun. Freut mich aber, ich hoffe, bei dir ist alles gut, ich hoffe, du hattest einen schönen, schönen Donnerstag und der Freitag ist ganz nah. Wir haben ja heute schon Prä-Freitag, ich hoffe, ihr fühlt es alle. Ich muss auch echt gestehen, ich freue mich richtig morgen auf Freitag. Und ich freue mich richtig aufs Wochenende. Ohne Spaß. Es ist zwar viel Gartenarbeit angesagt. Ich hoffe immer noch, dass es so heiß ist, dass man das nicht machen kann. Man hat immer eine Ausrede, ne? Aber die, so wie es so bewölkt wie es heute schon war, habe ich ja wenig Hoffnung. Ich sehe mich viel im Garten. Ansonsten freue ich mich sehr, am Wochenende Rhythm weiterzuspielen, denn ich mit Glück beende ich das nächste Woche. Aber mal gucken. Wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht sind wir, glaube ich, noch zwei. Aber mal gucken. Ich kann es schlecht einschätzen. Aber langsam nähern wir uns, also mit großen Schritten nähern wir uns dem Ende. Wir sind schon auf der letzten Insel. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Endboss, aber der Weg dahinter so ein paar Questions. Ne? Also es kommt noch mal. Bisschen Progress ist noch. Muss Samstag arbeiten, aber hab eh nie wirklich viel zu tun. Ja, das ist so. Da, ich habe damals auch noch Notdienst und sowas gemacht. Inzwischen, wo ich wieder so reiner Programmierer bin. Naja, wobei es auch gelogen ist. Also Programmierer und MFA, würde ich sagen. Seitdem muss ich zumindest schon mal keinen Notdienst mehr. Das heißt, meine Wochenende gehören jetzt wieder komplett mir. Sonst hatte ich das ja manchmal, dass ich am Wochenende Notdienst machen musste. Oder durfte, eher gesagt. Da war meistens auch nichts los, wenn man ehrlich ist. Selten hast du da was Stress gehabt. Aber manchmal hast du dann auch so eine richtigen Kacktage. Da hast du dann richtig Stress am Wochenende. Alles schon vorgekommen. Aber meistens war es immer entspannt. Mehr Essenz. Und dann wäre gerne noch was geschrieben, muss man gerne auch nochmal lesen. Ich lese es aber erst mal im Stillen. Vielleicht muss man nicht alles so ausbreiten, ne? Ich brauche mehr Zeit. Moin. Schön so eine Welle in einen Gegner rein, das ist richtig Verschwendung, aber muss auch mal sein. So. Erstmal ein bisschen Held einsammeln. Da müssen wir irgendwas tun. So eine Rune platt machen. Müsste verkaufen. Danke, den Spaß setze ich in der Pause fort. Hast du einen Spaß? Wir haben was verpasst. Hier, viel Spaß beim Kater beschäftigen. Ah, nice. Ja, lass uns eben kurz verkaufen gehen. Hier ist, glaube ich, wir sind hier noch nicht mit dem Dungeon durch, ne? Genau, aber wir können trotzdem kurz verkaufen gehen. Bin ich dabei? Machen wir. Verkaufen geht raus. Gibt es eigentlich keinen In-Game-Chat? Doch, doch, man kann doch In-Game chatten. Es gibt sogar einen In-Game-Voice-Chat. Man kann sogar In-Game-Voice chatten. Geht auch, aber habe ich alles aus, weil wir es ja meistens hier über den Stream handhaben.
Aber man kann auch in-game chatten. Ich glaube mit T. Oh ne. Ups. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. T ist Townportal. Warte. Y? Nee. Es geht. Enter? Ah, einfach nur Enter. Moin, moin. Da kannst du wie bei WoW lokal deiner Gruppe, deinem Clan oder halt hier einfach, ne, rausgehauen. Bis mal alle gegrüßt, weil ich dann höflicher, ich grüße immer gern. Man nennt mich auch wirklich den Grüßenden, ne. So, mal checken, was wir hier so haben. Barriere. Barriere holt mich ab. Lassen wir. Was haben wir hier noch? Das Schwert holt mich halt auch ab. Aber 103 mehr. Das ist ein Zweihandschwert. Okay, das ist cool. Wie sieht's hier aus? Euer Opferboni sind um 90% erhöht. Nur Totenbeschwörer. Blutnebel. Nee, lassen wir. Lassen wir, wie das ist. Lassen wir so. Das ist gut, wie das ist. No, Google Mol. 33 mehr. Schade. Nee, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Hier können wir mal Google. Ein Rang für Aldern. Aldern nutzt sich nicht. Und 49 mehr Schade ist eine bessere Sache. Und mehr Widerstand. Nehmen wir mal den Widerstand. Machen wir. Ajo. Seltener Ring. Nee. Lassen wir mal eben. Dann haben wir hier noch ein Zweihandschwert. Das Schild. Hallo. Brauchen wir nicht. Das Schild. Das lassen wir mal liegen. Verkaufen wir jetzt. Komm. Gehen wir verkaufen. Schmeißen wir weg den Krams, ne? Brauchst jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Hallo Schmied. Sagt dieser Stahl euch zu? Habe ich eigentlich schon mal repariert? Nee, ne? Muss ich reparieren? Nee. Kannst du mal erstmal alles wegmachen? Schmeiß weg den Kram. Sehr schön. Und dann machen wir nochmal so. Ajo. Passt die Sache. Dann eben mal aufwerte. Passe mal auf. Kann ich die Waffe aufwerte? Ja, das können wir machen. Da haben wir ein gutes Stück. Das machen wir. Das können wir, glaube ich, auch aufwerte. Weil das tragen wir noch ein wenig. Wie ich verschwenden? Das tragen wir noch ein wenig. So, machen wir gleich die drei voll. Hier sind ein paar solide Teile. Dankeschön. So, Google Mol. Das habe ich schon zum Sockeln. Mal haben wir hier Rüstung. 5 Reduktion von erlittenen Schaden über Zeit. Nehmen wir mal. Hubala. Und das ist auch Rüstung, ne? Lässt jetzt mal bitte an. Nicht ausziehe, dankeschön. 7 Schadenreduktion werden unter Kontrolle. Oh, nee. Maximales Leben erhöhe, finde ich immer gut. Das ist immer schöne Sache. Jetzt packen wir das noch in die Kiste und dann machen wir weiter, ne? Terra, bist du schon ready? Bist du schon fertig? Mit Verkaufe? Sprach nur. Fuchs, sprichst du bitte wieder normal? Das macht mich ein bisschen irre, ja? Können wir machen, ne? Wenn dich das fertig macht. Wenn dich das stört. Bei mir auf Arbeit gibt es auch eins nach dem anderen. Wenn es mal zu viel wird, pausieren, Luft holen, Überblick schaffen und schauen, ob der Stress, den man sich gerade macht, nötig ist oder ob das ein oder andere nicht vielleicht etwas erwarten kann. Okay, könntest du bitte zu mir auf Arbeit kommen und mal einen meiner Kollegen mal auch einweisen? Ich sage ihm schon die ganze Zeit, er muss mal ein bisschen entspannter, weil wir haben halt so einen Job, da stirbt keiner. Das ist erstmal das Grundmindset, was du haben musst. Es stirbt niemand. Ja? Wenn wir versagen, stirbt niemand. Niemand stirbt. Und dieses Mindset muss man erstmal haben. Ja? So, wir gehen jetzt mal zurück, Terra, und also der eine Kollege, ich habe ihn wirklich gern, aber meine Fresse, er ist sehr schnell auf 100.080 und sofort immer am Eskalieren. Der muss mal ein bisschen tiefenentspannter werden. Deswegen komm mal gerne rum, kannst mal so einen Kurs bei uns halten. Mindset und Entspannung, ne? Und bei mir ist es genauso, ich mache halt meistens sehr, sehr, sehr viele Sachen parallel gleichzeitig, was einfach schon dumm und scheiße ist. Nervt, es macht auch oft Stress und ich sag mir dann auch immer, du ganz entspannt, zurücklehnen, jetzt machst du erstmal eins am anderen und wenn, dann muss halt mal jemand länger warten. Dann wartet halt jemand mal länger. Mein Gott, dann ist das halt so. Ne? Stirbt keiner von, ist vielleicht jemand ein bisschen genervt für ein, zwei Tage, aber du, es wird fertig, wenn es fertig wird. Ne? Was ist das denn ekelhaftes? Wow! Ich habe richtig gespuckt vor Aufregung. Also jetzt läuft dran. Kann ich reden vor Aufregung? Jetzt habe ich alles verkackt. Also ich habe alles verkackt. Ich habe meine Blutwelle verkackt, ich habe mein Movement verkackt, ich habe einfach alles verkackt. Das war durchweg komplett beschissen, aber ey, wir leben noch. Und ist das nicht das, worum es geht und was, worauf es ankommt und was zählt? Ich würde sagen, ja. So, ich stürze mich nun auch mal ins Gemetzel. Bei mir ist es aber Sacred 2. Oh, nice. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Sacred hat mir auch richtig gefallen. Herr Ballist schreibt auch, nö, ich liebe den Dialekt. Ja, ich kann den auch nicht so ganz richtig, ne? Also das sind so die letzten Reste, die noch über sind. Meine Mutter, wenn ich bei meiner Mutter war, weil meine Mutter spricht das halt immer noch. Sie kann sehr gut Hochdeutsch, aber wenn sie erstmal loslegt, dann kommt das wieder raus, ne? Und wenn ich dann meine Mutter mal ein bisschen länger besucht habe, dann mal ein paar Tage bin und ich komme zurück, dann habe ich das auch wieder voll drin. Und dann geht das ein paar Tage, bis das bei mir auch wieder raus ist. Das ist eine schöne Sache.
Aber ich kann auch nicht mehr so gut. Also, bisschen was geht noch, bisschen was ist noch hängen geblieben, aber nicht mehr viel. So. Letzter Götze, Leute. Hier, Razy, war Sacred 2 das mit dem Anubis? Mit seinen lustigen, der sich immer gefreut hat über all die Dinge, die die Menschen so haben? Was ist denn das Komisches? Ist das ein Spielzeug für junge Menschen? War das Sacred 2? Der erste Teil war ja noch das, wo alles handgemalt war. Das weiß ich, glaube ich, noch. Da gab es noch nicht den Anubis, den man spielen konnte. Eri schreibt, so eine Kollegin habe ich auch, sie ist super lieb, aber stresst sich immer total selbst und wundert sich dann, dass ich auch ruhig bleibe, wenn man viel zu tun ist. Ja, wir hatten genau dieses, diese Situation hatten wir nämlich jetzt auch. Ich habe mit meinem, ich mag den auch sehr, den Kollegen, aber wie gesagt, absolut, wir sind super gut drauf. Oder haben wir halt auch etwas Komplexeres gemacht mit im Grunde der Lizenz zum, es wird eklig werden und es wurde auch ein bisschen eklig. Aber mein Gott, da muss man gechillt bleiben. Dann haben wir das durchgezogen. Hat ja auch am Ende alles geklappt, aber ja, war ein bisschen stressig, das gebe ich zu. Aber bringt ja nichts, wenn man sich dann selber stresst, also und fertig macht. Das wird dann natürlich ja nicht besser. Man ist ja dann nur genervt und selber gestresst, aber das ändert an der Situation ja gar nichts. Deswegen, das habe ich inzwischen drauf. Nur, was ich nicht gut kann, ist, wenn es dann zu viel wird. Wenn du dann so viele Leute hast, die auf Sachen von dir warten, weil du mal wieder 7 Sachen irgendwie gleichzeitig machst, ne? Und das sind halt auch längere Dinger. Und du kommst gar nicht dazu, dich mal zu konzentrieren, weil immer wieder jemand kommt, der was von dir will. Da kann ich dann auch nicht so ganz entspannen, weil irgendwann macht dich das kirre, weil du dann einfach auch frustriert bist, weil du das Gefühl hast, es geht nicht mehr voran. Weil du machst zwar die ganze Zeit ganz viel, aber so viel parallel, dass halt nie was richtig fertig wird und dann, also das kann ich auch nicht ab. Dann lieber weniger, aber manchmal kannst du es dir halt leider nicht aussuchen, ne? So, jetzt aber genug über diese schlimmen Dinge geredet. Reden wir über schöne Sachen, wir wollen ja nicht über Arbeitsthemen reden, wir reden über, ne, die schönen Dinge im Leben. Lass uns mal eben hier diese Runensteine abgeben. Großartig. Sie summen wieder. Ich spüre, wie die Lebenskraft erwacht. Machen wir uns direkt an die Arbeit. Helft mir, die Runensteine zu erwecken und Tordulra wiederherzustellen. Nochmal was machen? Achso, nee. Oh, es passiert hier was? Es funktioniert. Sah sehr schön aus. Der letzte Schritt. Die Macht der Steine wirkt in euch. Muss ich meine Hand auflegen? Berührt den Runenstein und erweckt sie alle, um das Ritual abzuschließen. Okay, ich fasse ihn an. Ich fasse ihn jetzt an. Ich fasse den Runenstein überall an. Oh je. Dann wird der Baum auch jetzt wieder geheilt. Ich danke euch. Ihr habt diesen Ort wiedererweckt. Spürt ihr, wie die Magie wieder fließt? Das ist alleine euer Verdienst. Ist das nicht schön? Wunderschön. Herr Ballist schreibt hier gerade, zurzeit muss ich nur so tun, als ob ich was arbeite. Das ist auch nicht lustig auf Dauer. Hatte ich in meinem vorherigen Job, da, ja, kann man schon sagen, war ich ein wenig unterfordert, ist da schon der richtige Begriff. Und ja, musste ich auch, also da geht der Tag halt dann nicht rum. Du arbeitest dich zwar nicht tot, chili chili, aber der Tag geht nicht rum. Da muss ich gestehen, habe ich lieber ein gesundes Maß an Aufgaben, die mich auch fordern, damit mein Gehirn nicht kaputt geht und ich auch ein bisschen was mache. Da geht die Zeit schnell rum, man fühlt sich auch, man hat auch ein gutes Gefühl. Es muss halt einfach nur das richtige Level sein, ne? Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Ihr habt unserem Orden neues Leben eingehaucht. Unsere Druiden kehren langsam zurück. Zumindest die Überlebenden. Viele sind es nicht. Ich hatte einst einen Lehrling, Aideen. Ihr Gemüt war feurig, ist vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Nicht einmal vor Astaroth. Ich befahl ihr zu bleiben. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, Seher. Sie ist jetzt tot. Aber ihr Geist ist an den Kampf gefesselt, der ihr Ende war. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte, helft ihr, sich zu befreien. Machen wir. Ihr könnt das nicht selbst tun? Ich hab's versucht bei den Geistern. Ich hab's versucht. Aber ich kann sie nicht bekämpfen. Nicht so. Tut mir leid. Ihr habt schon so viel getan. Ich wünschte, ich müsste euch nicht um mehr bitten. Für dich bin ich doch am Start.
Hier, der schwarze Schmetterling hat noch eine gute Sache. Apropos schöne Dinge im Leben, welche Dialekte haben wir denn sonst hier noch so im Fuchsbau? Ich biete ein kleines bisschen Hessisch und Sächsisch. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Haut mal raus. Was für Dialekte sprecht ihr denn so? Da bin ich jetzt selber neugierig. Was müssen wir jetzt machen? Sucht nach Eodines Geist. Machen wir doch mal eben. Terra, bist du am Start? Hast Bock? Haben wir noch? Ja, geht noch. Komm. Gehen wir eben den Geist suchen. Warnung. Warte mal eben noch auf Terra. Ja, Terra macht sich, setzt sich in Bewegung. Die Bewegung läuft. Wir haben nämlich noch 4 Minuten. Das heißt, wir müssen vielleicht dann trotzdem gleich zwischendrin, während wir den Geist suchen, mal kurz einen Break machen. Aber, ach, wie süß hier. Ich sehe jetzt erst die Wölfchen. Das ist jetzt, was mir jetzt auch gerade erst bewusst geworden ist, das ist das Lager der Druiden. Ne? Wir waren ja schon bei den Barbaren oben auf dem Schneeberge. Und jetzt sind wir hier bei den Druiden. Und wie wir alle wissen, Druiden sind generell cool. Ich bereue jetzt rückblickend betrachtet doch, dass ich nicht einen Druiden genommen habe, aber jetzt ist es auch zu spät. Aber macht ja schon Spaß hier, mein Totenbeschwörer. Aber oh Mann, ich hätte lieber doch einfach ein kleines Pack an Wölfchen dabei gehabt. Ich hätte auch mein Herz hören sollen. Hier bei uns in der Gegend spricht man ja auch Plattdeutsch noch sehr viel. Und tatsächlich, ich komme ja aus Baden-Württemberg, deswegen bin ich nicht mit Plattdeutsch aufgewachsen natürlich. Und habe das nicht gelernt, weil meine Eltern ja auch kein Platt gesprochen haben. Und ich verstehe da zwar ein bisschen was und so ein paar Wörtchen kann ich auch. Ich nutze sie auch ganz gern mal in meinen Stream-Ankündigungen, so ein paar kleine Dialekt-Plattwörter. Aber so richtig Plattdeutsch snacken kann ich nicht. Und da habe ich ja schon mal überlegt, ob man nicht so einen Kurs macht. Weil ganz ehrlich, an sich ist es eine ziemlich coole Sache. Es ist einfach schön und muggelig. Und es ist schade irgendwie, wenn es so verloren geht, weil die meisten Jungen das halt nicht mehr sprechen. Aber ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht so einen Kurs mal reinziehe. Hier in der Hochschule. Aber es ist nicht, bis jetzt noch nicht geschehen. Schwabi, ich spreche überhaupt keine Dialekt, soweit ich weiß. Ja, wenn das klassische, einfaches Hochdeutsch ist, manchmal weiß man es gar nicht. Ja. Kann natürlich auch sein. Dass so ein paar Dialekte gehört. Irgendwas hat man meistens irgendwie so aus der Region oder so. Irgendwas gibt's immer, wo man aber nicht unbedingt das als Dialekt betrachten muss. So ein paar lokale Eigenarten gibt's ja oft. Meine Kiste hat er auch sofort hinter. Komm, was ist denn da los? Was ist das für eine Kiste? Gleich mal gucken. Ereignis beigetreten. Vernichtet die Totems. Okay. Ja, dann vernichten wir jetzt wohl mal die Totems, Terra. Ne? Jetzt, wir sind jetzt beigetreten. Dann müssen wir das auch kurz machen. Komm. Vertrau mir. Totems müssen vernichtet werden. Danach machen wir kurz Pause. Nehme ich an. Also können wir uns ja kurz in die Stadt zurück teleportieren. Und dann, ich würde dann noch ein Stündchen machen. Heute wirklich nur 2, weil ich gleich noch mit Schatzi noch ein bisschen Rick and Morty oder sowas. Irgendwas gucken wir gleich. Deswegen. Sonst wären es 3 geworden, aber ich Schatzi einfach mal. Muss auch mal Schatzi zeigen. Deswegen. Das ist auch wichtig. Man kann ja nicht nur zocken, ne? Verderbte Wurzel. Oh, hauen wir mal raus auf die halten viel aus, die verderbten Wurzeln. Man hätte auch drum rumlaufen können, aber. Du, ich hau jetzt die verderbte Wurzel hier kaputt, weil es geht. Moin. Was ist hier denn los? Ja, da bin ich genau rechtzeitig, habe ich mir dieses Ding verwandelt. Super gut. Und eine Welle. Oida. Herbalist, ist Oida ein Dialekt? Ich freue mich, dass du überhaupt streamst, egal wie lange, sagt Schwabi. Gute Freunde. Ich freue mich auch immer. Momentan macht es auch echt viel Spaß, deswegen habt ihr gemerkt, die Stream-Anzahl ist deutlich erhöht im Vergleich zu sonst, aber. Ja, es bietet sich halt mit Diablo gerade optimal an. Und tatsächlich habe ich gestern mit Schatten noch so ein bisschen drüber sinniert, ob, weil wir wollten ja diese Borderlands-Kiste machen, ob das nicht echt eine coole Idee wäre, das einfach zu streamen, statt es als Let's Play so zu machen. Und ich denke mal, an sich schon eine coole Idee, dann würden wir das nämlich immer donnerstags machen, weißt du? Da gibt es den Mittwochs-Stream, den festen, und auch den Donnerstags-Stream. Das ist dann immer der Schatz-Stream. Largo, moinsen Herr Blaufuchs, moinsen Herr Largo. Grüße gehen raus, auch dir ein herzliches Willkommen hier erneut. Bei unserem Stream gegen die Einsamkeit, du siehst, wir spielen mal wieder ein bisschen Diablo 4. Es sind noch 37 Sekunden bis zur Pause. Terra, wollen wir ganz kurz in die Stadt gehen? Eben ganz schnell. Eben in die Stadt teleportieren. Wir können hier noch aus diesem Gebiet rausgehen. Dann kurz in die Stadt teleportieren. Einfach hier so ganz entspannt. Schnell verhökern. Dann ist das Inventar auch wieder schön leer. Dann starten wir chillig und gut in die nächste Runde. Ne?
So, ich gehe mal hier ganz schnell drüber. Ey, mal rüber gehubbelt hier. Nö. Ja, langsam. Ja, mit 22 noch, das ist noch nicht so geil. Lohnt auch noch nicht. Nee. Ja, bleib mal entspannt. Welche verkaufen? Ja, diesmal verkaufen wir mal wieder. Ich nehme es euch ab. So, ich bring das eben noch in der Kiste. Dann machen wir gleich entspannte 5 Minuten Pause. Könnt ihr euch mir was zu trinken versorgen, eben Knabberkrams organisieren, die Katzen flauschen, ihr wisst Bescheid. Und dann, meine Lieben, geht es in entspannten... Was ist das eigentlich hier? Das irgendwie liegen lassen oder was ist da passiert? Wenn ihr verletzt werdet, werdet ihr unter einem Einfluss. Nö, lassen wir mal so. Okay, so, meine Lieben, hier im Gasthaus ist auch perfekt. Machen wir entspannte 5 Minuten Pause. Versorgt euch mit kräftigenden Dingen. Und dann sehen wir uns in entspannten 5 Minuten wieder, Leute. Bis gleich in 5 Minuten.